So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Part 4, glaube ich, mittlerweile schon. Letztes Mal haben wir den ersten Schrein gelöst, haben die Ultra-Hand bekommen, mit der wir richtig viel krasses Zeug machen können. Und ja, sind jetzt hier auf dem Weg, weitere Schreine zu finden und uns einfach allgemein ein bisschen umzugucken. Glühwürmchen schon mal wieder sammeln. Wenn ich die gleich sehe, nehme ich gleich welche mit. Aber was ich allgemein sagen muss, wenn ich jetzt jemand wäre, der Breath of the Wild nie gespielt hat, ich weiß nicht, ob ich dann schon sofort klarkäme in dem Spiel. Also so wie ich es jetzt halt schon spiele, ne? Mit dem Kochen und so weiter. Dass man alles Mögliche einsammeln muss, dass man das später alles brauchen wird. Oder brauchen könnte. Aber ich gut, man muss es ja auch nicht so spielen. Man kann es ja auch erst später entdecken. Trotzdem hat man auf jeden Fall, so rum ausgedrückt ist es besser. Man hat auf jeden Fall große Vorteile, wenn man Breath of the Wild schon gespielt hat. Ja, und für Leute, die mich nicht kennen sollten, bei mir ist nichts geschnitten. Ihr erlebt das Spiel so, wie ich es erlebe. Das kann mal spannender sein und mal weniger spannend. So. Da, okay, das sind gefällte Bäume, die kann ich also wirklich hochheben. Das sieht man jetzt hier an. Ich kann so gut wie alles hochheben. Alles, was lose ist, kann ich hochheben und zusammensetzen zu irgendwelchen komischen Konstrukten. Okay. Das wird mich irgendwann noch böse überfordern. Ich sehe das schon kommen. Das wird mich irgendwann noch böse überfordern. Holzbündel. Sehr schön. Die kriegt man auch, wenn man, glaube ich, Bäume fällt und kaputt macht. Ach. Zeig dir mir jetzt hier, was ich bauen kann. Beziehungsweise, das ist schon gebaut, ne? Das kann ich schon so benutzen. Einfach ein Floß. Hi. Noch immer arbeiten sie unermüdlich, ganz wie sie es immer taten. Ursprünglich hatten wir sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Doch schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihren Aufgaben nachgehen, so ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Melancholie. Unsere Diener, die Konstrukte. Ich war zutiefst erstaunt, als ich sah, dass sie heute noch ihr Werk verrichten, ganz ohne ihre Erschaffer. Es ist betrüblich zu sehen, ergebene Diener, doch ohne Herren, die auf ihre Arbeit angewiesen sind. Okay. Zweimal Text. Steinaxt habe ich noch gar nicht. Ach, er erklärt mir jetzt, dass ich Steine fällen kann, ne? Steine fällen. Bäume. Den Blick nach vorn, immer gerade drauf zu. Verzeihung, ich war ganz vertieft in meine Holzfällerarbeit. Ja, ich bin da, um Bäume zu fällen. Ja. Ich lese das jetzt nicht alles so Wort für Wort durch. Es ist klar, was er sagt, ne? Ihr könnt es selber lesen. Die Zeitglocke. Sehr interessant. Yes. Oh, ein Krokwedel gibt's auch wieder. Ja, moin. Cool. Okay. Ist hier sonst irgendwas Spannendes auf diesem Plateau? Außer noch eine Axt. Wie viel Schaden macht so eine Axt? 5! Stabil. Ah, okay. Die Axt funktioniert wie ein Schwert, was das Gras angeht.
Da kann man nämlich gut auf die Art und Weise solche Sachen fangen, sammeln. Eben jetzt hier diese Ausdauerschrecken und sowas, ne? Wenn man die mal braucht, Gras kaputt machen, dann hat man die sofort gefunden. Manchmal. Und manchmal halt auch nicht. Ja, egal. Im Moment brauchen wir sie nicht, deswegen. Hör ich wieder auf. Wolltest du mal demonstriert haben? Mich täte es halt reizen, gleich weitere Crocs zu finden, aber das Glück ist mir wohl nicht vergönnt. Okay. Das kann ich wahrscheinlich kaputt machen. Aber dann kann ich es ja nicht mehr benutzen. Das ist das Ruhen der Handwerker. Ah, jetzt so schlafen die auf ihrer Plattform. Ich verstehe. Auch sehr interessant. Okay, wir wollen wahrscheinlich einmal darüber. Ne, eher so darüber. Ja gut, dann machen wir halt eine kleine Brücke. Ist jetzt auch nicht die Welt. So, das sollte reichen. Aber theoretisch hätte ich hier, also wenn ich ein Boot brauche, hätte ich hier ein Segelboot, was ich mir holen kann. Ist auch witzig irgendwo. So, zack. Und einmal rüber. Was ist das? Wird schon so prominent bestrahlt. Okay, ist wieder ein Objekt, was ich ziehen kann, auf jeden Fall. Aber, hä, schwebt das in der Luft? Hä? Das schwebt in der Luft, ne? Das schwebt einfach in der Luft. Was ist das denn? Aber das bedeutet ja, kann ich damit fahren? Okay, so nicht. Ich kann es aber wahrscheinlich bewegen in der Luft, also dass es in der Luft bleibt. Na, das fällt nicht runter. Ja. Crazy Zeug. So, was haben wir auf der Insel? Eine Truhe. Mindestens schon mal eine Truhe. Und auf jeden Fall wieder so eine Sonausphäre. Nice. Bernstein. Wir haben noch nicht mal... Weil ich gerade wieder Bernstein einsammle, ne? Wir haben noch nicht mal eine Währung gefunden. Also so Rubin oder sowas. Gibt's hier einfach nicht. Weil Bernstein und so ist ja einfach nur da, um Geld zu bekommen. Wir haben kein Geld. Wir brauchen auch noch kein Geld, offensichtlich. Im Himmel braucht man keine Währung. Aber ja. Sehr interessant. Ist hier sonst nichts? Kein Krog? Glaube ich doch fast nicht. Hier irgendwas, was wie Krog aussieht. Huh. Irgendwie tatsächlich nicht. Na gut, dann gehen wir wieder.
Ich werde schon nichts übersehen haben. Und wenn doch, können wir zurückkommen. So, aber dieses Ding kann ich jetzt ja theoretisch überall hin mitnehmen, oder wie sehe ich das? Oder gibt es irgendwie einen Bereich, wo dann das Spiel sagt, nö, so weit geht's nicht. Weil abgesehen davon, dass es sau anstrengend ist, das überall hin mitzunehmen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Psst, still, ich jage! Exakt, ich jage wild, das in diesem Walde haust. Moment, dich habe ich noch nie zuvor gesehen. Hör gut zu, eine Aufgabe. Okay, er erklärt jetzt, wie man die Viecher erledigt. Habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Geduckt habe ich mich dabei nicht. Ah, von ihm kriege ich einen Bogen, okay. Die Zeitglocke haben wir aber schon ein paar Mal gehört. So, gut, dann haben wir jetzt Pfeil und Bogen. Nice. Steuert sich nach... Das ist denn bald jetzt ein Krog. Das ist aber jetzt ein Krog. Komm zu Papa. Uralter Arowana, ein Fisch. Natürlich bist du ein Krog. Juhu. Oh, das tut mir jetzt leid. Okay. Ich bin wirklich gespannt, ob wir es in dem Part noch zu einem Schrein schaffen. Ich würde mich aber doch sehr freuen, wenn... Das ist diese Zeitglocke. Das ist diese Zeitglocke, was wir da immer hören. Ich verstehe. Okay, meinetwegen. Fischi! Ah, wieder zu langsam. War irgend so eine Spurtkröte, glaube ich. Ja, gut. Aber ich glaube, wir sind auf dem besten Weg zum Schrein. Ich gucke jetzt nicht extra auf die Karte. Ja, wenn du mir einfach in die Arme läufst, dann tut mir das leid. Oh, hier oben ist doch safe ein Krog. Oh, okay, wenn kein Krog, dann immerhin Eier. Sehr großer Baum. Man könnte es jetzt wieder sehr dramatisch sehen und sagen, die Mama wollte gerade ihre Kinder beschützen und erst töten wir die Mama. Ja, und dann nehmen wir die Eier auch noch mit und kochen die später. Also, aber es ist ja nur ein Spiel. Und Legend of Zelda war nun mal noch nicht so tierfreundlich bisher. Und wird es auch nicht werden. Damit muss man klarkommen. Na, liebe Peter, das ist nicht euer Spiel. Okay, da kann ich wieder runterlaufen. Oder mir eine Seilbahn bauen. Oh, ein Dings-Ausdauerpilz. Haben wir noch nicht gehabt. Gleich mal mitnehmen. Und Ausdauerknolle. Okay, auch interessant.
sehr, sehr schön. So. Okay, ich würde gerne darüber. Wer bist du denn? Ein Krok. Oh nein, wo ist nur mein Freund? Hm, du kannst mich sehen? Ich bin ein Krok, also ein Waldgeist und zusammen mit meinen besten Freunden reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Ah, dann kann ich nicht rüberlaufen. Ich muss ihm was bauen. Ich verstehe. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um ihn drüben zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Warte, kann ich ihn transportieren? Oh mein Gott. Okay, das heißt, ich kann jetzt entweder hier was zusammenbauen, ihn da draufsetzen. Oder aber... Ne? Ihr wisst, was wir tun. Ihr wisst doch, was wir machen. Ihr wisst doch ganz genau, was wir machen werden. Bereit für eine kleine Reise, mein Freund? Es geht zum Glück nur geradeaus, das ist sehr angenehm. Yay! Na? Oje, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Du bist doch hier. Hallo? Sag mal, wie bist du da hingekommen, wenn du jetzt nicht mal die paar Schritte noch schaffst? So, hier. Wow. Dank dir bin ich am Ziel. Du hast meinen Freund hergebracht, danke. Viele habe ich nicht, dass ich dir geben könnte, aber wenn du magst, kannst du das hier haben. 2 Krok-Samen. Ja, moin. Okay, Krok-Quests geben mehr Samen. Sehr schön. Okay, aber mehr haben die jetzt auch nicht zu erzählen, ja? Okay. Aber schön, dass man überall alles Mögliche zusammensetzen kann. Ja, also das ist tatsächlich, überall kann man so Sachen zusammensetzen und dann da rumfahren. Aber ich laufe lieber diese Dinger. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich laufe die lieber. Ich glaube, das geht schneller. Weiß es nicht. So. Haben wir hier oben noch irgendwas Schönes? Außer Dinge zum Zusammenbauen. Aber solange ich das jetzt nicht unbedingt brauche, baue ich jetzt auch nichts zusammen. Wir werden doch oft genug zusammenbauen. Hier ist auch nichts mehr krocktechnisch, ne? Nee. Okay, dann gehen wir weiter. Da drüben ist der Schrein. Vielleicht schaffen wir es ja heute noch, dahin zu kommen. Und hopp. Jetzt versuche ich mal ein bisschen schneller zu laufen. Ja, das geht ganz gut. Ah, schade. Och, hier starte ich jetzt. Ach lol. Nee, hä? Ach so, Warte, hier habe ich den Krok geholt. Hier wollte ich rüberlaufen. Ich hätte einfach hier runter gekonnt. Nicht ganz so, aber so ähnlich. Nein, ich will nicht, nein, ich will nicht.
will das nicht. Das wollte ich. Falsche Taste. Mann. Ich will diesen Flurry Rush können. Ach komm, scheiß drauf. Muss jetzt auch nicht immer sein. Prügel hat auch 5 Angriff. Okay, cool. Dann schmeißen wir einmal einen Ast weg. Nein, nicht die Axt. Auf den Boden. So nämlich. Okay. Fischi! Oh, weg ist er. Egal. Wenn wir später Bomben haben, gibt es eine sehr leichte Möglichkeit, Fische zu holen. Vorausgesetzt, diese ganzen Breath of the Wild Tricks funktionieren noch. Aber ich denke schon. So, da drüben ist der Schrein. 21 Minuten. Wir sollten zum Schrein langsam bewegen. Dass wir zumindest den in dem Part noch mitnehmen. Die Frage ist, muss ich da hinschwimmen? Kann ich da außen rum? Komme ich durch das Wasser? Jetzt hätte ich das Boot mitnehmen müssen. Aber man kann ja am Rand entlang. Nee, kann man nicht. Nee. Okay, das zieht mich ordentlich raus. Ja, ich denke nicht, dass ich den kompletten Weg da durchschaffe. Ja, wir probieren es mal. Aber das... Nee, das... Nee, das reicht nicht ansatzweise. Okay. Also entweder ich baue mir irgendwas, was im Wasser treibt... Aber das Problem ist, für ein Boot brauche ich ja dieses Segel. Und die habe ich ja nicht. Also ich habe zwar jetzt eine Art Boot. Aber das alleine bewegt sich ja nicht, wie ich das haben möchte. Verstehen Sie? Und ich kann es ja selber nicht bewegen. Also müsste da jetzt noch so ein Segel dran kommen. Dann gehen wir lieber außen rum. Wobei, stopp mal, außen rum ist auch langer Weg. Ich muss ein Segel. Okay, 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 da sind Segel. Alles gut. Muss ein Boot bauen. Ist in Ordnung. Ist okay, das kriegen wir. Dann haben wir schon den Anfang gebaut hier drüben. Dann müssen wir jetzt nur noch das Segel dran setzen. Und einen Krogfächer haben wir auch. Das wird super fahren. Das ist überhaupt nicht schief. Das geht alles super. So, halt! Nimm mich mit. Okay. Guck mal, das fährt schon von ganz alleine. Ja, wunderbar. Das fährt einfach von alleine. So ist das nämlich gebaut worden. Genau so. Perfekt. Sehr schön. Brauche ich gar keinen Krogfächer. Hui. Und wir sind hier.
Danke, liebes Boot. So. Oh, Slimes. Was habe ich euch vermisst? Hier noch irgendwas Tolles am Rand? Nee. Okay, gehen wir zum Schrein. Komm, der ist direkt hier oben. Los geht's. Auf dem auf dem schnellsten Wege. Bekomme ich hier Bomben? Bekomme ich hier Bomben? Das wäre schön. Bomben würde ich sehr feiern. Okay, man sieht also vom Reinlaufen her, sieht man nicht, wie es innen drin aussieht so richtig. Wobei es so, nur so ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen. Außer, das ist immer das gleiche Bild, da muss ich mal drauf achten. Okay. Na doch, doch, es sieht ein bisschen so aus wie von innen. Also von außen. Ah. Da bist du also. Wohl an, strecke deinen rechten Arm aus. Okay, ich krieg direkt eine neue Fähigkeit. Sehr schön. Dann kriege ich wirklich auf dieser Insel sämtliche Fähigkeiten erstmal. So wie sie auch im Original war. Und über den Tempel der Zeit verlässt man die dann. Also diese Welt, diese normale Welt. Und dann geht's richtig los erst. Synthese. Damit kannst du ein Objekt an ausgerüsteten Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Was? Damit kannst du ein Objekt an ausgerüsteten Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Ach du Schande, wat? Hm. Eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Waffen und Schilden neue Fähigkeiten zu verleihen, indem du sie mit etwas in der Nähe kombinierst. Also, dass ich mein Schwert zum Beispiel mit einem Baumstamm verknüpfe, oder was? Nimm dir doch einmal das Schwert dort und befestige ein Objekt daran, um es zu stärken. Hm. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste des Schreins erreichst, dann... Yo! Alles klar. Kombination. Rostiger Zweihänder. Gut, ich muss den ja nehmen, scheinbar. Dann tschüss, Ast. Das ist jetzt diese... Ah, ich habe die falsche Dings. So, und daran kann ich so einen Stein befestigen, oder was? Ach, lol, damit mache ich dann hier Sachen kaputt. So, befestigen. Hat gut funktioniert. Ach, ja, weil ich X gedrückt habe, ich Trottel. Y. Plus zwei... Okay. Felshammer. Ah, ich kann nur einmal befestigen. Okay, okay, ich kann nur einmal befestigen. Ich kann... Aber am Schild kann ich noch was befestigen, oder was? Im Inventar kannst du Dinge, die verbunden sind, wieder lösen. Synthese-Rückgänge. LOL. Felsschild. Ach du Schande. Da ist die Truhe.
Okay, das wird sick. Die Kombinationsmöglichkeiten, die das bietet. Oh Gott. Vor allem geht jetzt aber dadurch mein Zweihänder kaputt oder nur der Stein, wenn ich damit fertig bin. Und das bleibt auch dran. Also selbst wenn ich es einstecke, das bleibt dran. Feuerfrucht. Wenn sie beschädigt wird, erzeugt diese Frucht Hitze. Sie stimuliert den Muskel. Ah, Synthese, Angriffsstärke. Jetzt sehe ich auch, was die Objekte mit Synthese alles anstellen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich checke gerade, was die von mir wollen. Weil hier Bogen und so auch rumfliegt. Ja. Und ich dann daraus... Dann kann ich daraus praktisch Feuerpfeile machen. Na, hier oben ist nämlich Dings. Und jetzt kann ich Pfeil modifizieren, indem ich nach oben drücke. Und dann kann ich da einfach... das Ding hier ansetzen. Und haben Feuerpfeil. Holy shit. Und das gibt jetzt einen kleinen Schlüssel wahrscheinlich. Jawohl. Die Tür haben wir schon gesehen. Oh mein Gott. Okay, das wird übelst krass. Die Möglichkeiten. Haben wir jetzt eigentlich alle Truhen? Kann ich schon... Ja, perfekt. Ich kann schon abhauen. Wenn ich ans Ende komme, kann ich abhauen. Aber ich wette, ich muss noch kämpfen. Mit meinen neuen Waffen. Ja, hier kommt ein Kampf. Nyklor! Oh, die können das auch. Das ist frech. Ah, ich wollte ausweichen. Schade. Ich wollte vor allem ihn am Anfang anzünden. Ich habe das zu spät gesehen, dass er auf so einem brennbaren Zeug steht. Oh, muss ich jetzt alles von vorne machen? Oh, nee. Ja, aber ich habe meine Sachen noch. Habe ich die Truhe noch? Ist die schon offen? Nee, die ist nicht offen, oder? Doch, die zählt das offen. Gut, gut. Dann ist die da hinten auch offen. Ah, dann können wir neue Feuerfrüchte holen. Okay, können wir nicht. Schade. Das Witzige ist, das merke ich jetzt erst. Ich habe aus dem rüstigen zwei... Ah, nee, habe ich nicht. Passt schon. So. Neuer Versuch. Brenne! Nice. Sehr schön. Konstruktbogen. Das ist sowas wie Wächterbogen wahrscheinlich.
Alpha-Elite-Konstruktoren, ja. Synthese-Angriffsstärke für... Oh, ich kann solche Dinger dann auch an die ransetzen. Felsbrockenhammer. Yo. Moment, ich muss Waffen wechseln. Wegwerfen. Tschüss, Ast. Da sind nochmal die Dinger. Da drüben war auch noch was. Hoppala, wollte ich nicht. Aber das scheint ja echt lange zu halten. Ich meine, ich kämpfe gerade mit einem rostigen Zweihänder. Ich wollte gerade sagen, das sind doch Dornen. Wieso sind die hier? Was hat das zu bedeuten? Ast haben wir schon. Einfachstock haben wir schon. Okay. So, aber ich meine, ich kann die anzünden, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Ich wüsste jetzt nicht, was das gebracht hat. Aber ist okay. Wahrscheinlich hätte ich die auch kombinieren können oder sowas mit Synthese. Ja, aber wie lange hält das? Oder ist das jetzt nur hier drin, dass das so lange hält? Weil man es braucht. Und außen geht es sofort kaputt. Aber das wäre voll cool, wenn man dadurch die Haltbarkeit erhöhen könnte von Sachen. Durch diese Synthese. Gut, ja, dann gehen wir raus. Sehr schön. Coole Fähigkeit. Sehr gespannt, was man damit alles machen kann. Also, allein die Feuerpfeile, die sind schon cool. Das ist schon crazy. Okay. Nice. Also jeden Part einen Schrein würde ich fühlen. Also mindestens. Okay. Meister Link. Ich bin hergekommen, weil ich vergessen habe, dir etwas zu überreichen. Aber was kriege ich denn jetzt noch? Hier, bitte sehr. Was auch immer das ist. Batterie. Von einem Konstrukt erhaltener Gegenstand. Das Design soll es ermöglichen, dass du die Batterie zum Gürtel befestigen kannst. Ja. Um die in dieser Region üblichen Werkzeuge zu verwenden, die Sonau-Bauteile. Genau hier gibt es aber leider keine Sonau-Bauteile. Okay. Geh weiter und sprich mit einem der Konstrukte am anderen Ende der Höhle dort. Okay. Von ihnen kannst du mehr über den Umgang mit Sonau-Bauteilen. Okay. Bitte nutze die Batterie, die du von mir hast. Okay. Ich werde es versuchen. Aber erstmal gehen wir hier rein. Wir haben jetzt nämlich gefühlt Bomben. Aber es funktioniert halt auch nur, solange wir sowas haben. Das ist so Steine. Okay, aber hier sind überall Steine. Nice. Und vor allem, ich kann jetzt ja sagen... Ich kann doch jetzt theoretisch Folgendes sagen. Ich kann doch jetzt sagen, hier... den Prügel hier... verknüpfen wir jetzt auch mit einem Stein. Nee. Wie verknüpfe ich den jetzt? Ach so, ja, ich bin blöd. Natürlich mit dem Ding. Und dann sage ich hier Y. Zack. Und dann kann ich den ja auch speichern. Na, weil hier, das ist jetzt ja alles mit Stein. Und dann kann ich sagen, für normalen Kampf nutze ich erstmal das hier. Und wenn ich eine Bombe brauche, nutze ich das hier. Yo, das ist ja voll sick. Zack. Das ist voll cool. Das ist so eine geile Fähigkeit. Oh mein Gott.
Okay, das ist echt nice. So, was ist hier oben? Ach so, hier oben ist wahrscheinlich Partende, ne? Wir sind bei 40 Minuten. Ja, okay. Wir gucken noch ganz kurz hier hoch. Sind das Erze hier? Nee, okay. Meine Fantasie geht schon wieder mit mir durch. Verzeihung. Ah, da ist nochmal so ein großer Baum. Da kriegen wir wahrscheinlich nochmal Eier. Oder ein Krok. Eier oder Krok. Krokki! Nice. Sehr, sehr cool. Okay. Problem ist aber, der nächste Schrein war irgendwo in diesem Eisgebiet, ne? Das ist irgendwo da hinten. Ja. Ich glaube nicht, dass wir im nächsten Part bis zum Schrein kommen. Aber ich denke, wir kommen genug auf jeden Fall. Ach, ich kann mich hier. Doch, ich kann hier. Doch, ich kann hier weiter. Ah, ich sollte aber zu der Höhle da drüben, ne? Ah, Mist. Wo hat der gesagt, soll ich hin? Scheiße, wo ist die Höhle? Ach nee, die Höhle ist da. Ja, doch, da soll ich hin. Okay, passt schon, passt schon. Das heißt, wir sind eher auf dem richtigen Weg. Okay, dann kommen wir Stück für Stück da längs und ich denke, wir kommen dann auch irgendwann auf diese Kampfplattform. Das ist irgend so ein Ding. Das hatten wir vorhin von da oben gesehen, ne? Ach, und jetzt, wo ich bauen kann, käme ich natürlich auch an diese Truhe ran, die wir damals nicht bekommen haben. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und von hier sind wir gestartet, oder? Ist das unser Startpunkt? Könnte sein. Bin mir nicht ganz sicher. Könnte hinkommen. Oder von da. Eher von da. Ach, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, hier drauf sind wir gelandet. Doch, das könnte von da gewesen sein. Egal. Und sage Tschüss.